Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir das Dorf Iselia verlassen und stehen jetzt kurz vor dem Wald von Iselia, weil Lloyd will nach Hause, Gennis will ihn begleiten und einen Freund besuchen und wir haben so einen komischen, wie ist er nochmal, Neusch, wir haben einen Hund gefunden, der wahrscheinlich jetzt auch irgendwie anonym bei uns mit Abenteurern ist. So, die letzte Aufnahme ist jetzt doch mal geglückt. Jetzt nehme ich wahrscheinlich wieder 20 Minuten auf und nach 10 Minuten ist meine Stimme wieder weg. Aber naja, ich hoffe, es wird nicht passieren. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier auf mich wartet. Weiter habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Also, gucken wir mal. Habe ich gespeichert? Ja. Ja, da ist unser Hund. Was? Ach ja, stimmt. Nur ich mag diesen Ort nicht. Ich dachte, er kommt jeden Tag dadurch, durch dieses Dorf. Er mag keine Orte wie diesen, an dem es so viele Monster gibt. Wo man nur selten welche sieht, die größer sind als er. Ja, tschüss. Oh nein, er ist wieder weggelaufen. Na schön, mach was du willst, Neusch. Ich denke immer, wenn er schon wegläuft, dann sollte er uns wenigstens mitnehmen. Kann er machen. Muss er aber nicht. Wir haben gekonnt den ersten Gegner hier. Gang. Okay, den Baum kann ich nicht erkunden. So, was erwartet mich? Die Situation war zu viel für mich. So, warum ignoriere ich dich eigentlich? Hallo? Ich muss trainieren, hallo? Das Spiel ist verdammt schwer. Zack! Was richtig schwer ist, dass man kein Freerun hat. Ich weiß, ich betone das sehr oft, aber es macht es ein bisschen schwieriger, die Angriffe hier auszuweichen. Kann er eigentlich nur springen, zurück und abwehren. Und ja, muss ich mich dran gewöhnen. Da macht das Spiel aber auch richtig schwieriger. Das heißt, man kann nicht so vielen Angriffen aus dem Weg gehen. Ah. Aua. Jawohl. Da habe ich mit dem Falschen angelegt. Wenigstens kriegen wir Apfelgel. Zubereitung gescheitert. Sandwich. Nein. Gennis, was machst du denn? So, ich glaube, jetzt können wir auch nichts mehr kochen, aber kein Brot mehr haben. Wow, es ist aber richtig selten, dass wir schon am Anfang keinen Heiler haben. Gennis Freund. いつも食べるものがなくて辛そうなんだ。村だって食料不足なのに偉いなお前。そんなことないよ。照れるなよ。きっとその犬も感謝してるぜ。え、犬？ね。違うよ。犬じゃないよ。人間だよ。え、そうなのか。てっきり先生に内緒で犬を飼ってるんだと思ってた。あ、そう、ファルチ。 Denkt etwa, Gennis bekommt keine Frau ab? Okay. Ich habe vielleicht eine Vermutung, wer diese sie sein könnte, aber so früh schon? Zack! Aua! Aber mal sehen. Ich mag es ja immer so, hier Theorien aufzustellen. Und meistens sind die auch immer richtig. Was mir irgendwie den Spaß am Spiel irgendwie wegnimmt. Also wie Nino Kuni irgendwie. Da habe ich irgendwie den halben Plot erraten. Was entweder heißt, ich bin der Allerbeste oder... Naja, keine Ahnung. Das Spiel ist schlecht. Aber das ist nicht so. Weil schon ein bisschen traurig, wenn ich den halben Plot irgendwie voraus schauen kann. Ja, er war in Wirklichkeit der und dann passiert das. Und ja, das lief irgendwie die ganze Zeit während des Spiels ab. Aber die Nokuni ist ein geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. Werbung, Werbung. So, weiter. Wasser des Lebens, gut. Sag, komm her. Leute, kurz vom Level ab, glaube ich. Shineken, aua. Wobei kann ich die ganzen Arztnamen auf Japanisch, wenn es weitergeht. Ma. Aua. Boah, ich bin
benutze die ganze Zeit Arzt, aber ich habe immer TP. Verstehe ich nicht. Und ich muss mich immer heilen. Und ich wollte das Spiel auf schwer spielen. Bin ich eigentlich irre? Nein, nicht so mitten rein. Mal Feuer ein. Ich habe das effektiv. So. Zack. Und jetzt hat er wieder keine TP und muss reinrennen. Aua. War. Gemis. Hilf mir. War. Der nach dem Kampf immer noch eine Art einsetzt, ey. Das ist unnötiger TP-Verbrauch. Heißen überhaupt TP? Ja, die heißen TP. Ich habe noch nie richtig geguckt. So. Oh, da ist ein Speicherpunkt, geil. Hier wollte ich hin. Ist die Menschenfarm in die Menschen, die Farm der Designs? Verletzt es nicht den Nicht-Angriffspakt, wenn wir dorthin gehen? Die Designs haben den Tempel bereits angegriffen. Nun ja, ich denke, das trifft zwar zu, aber ich weiß, ich sollte es nicht tun. Aber es gab da jemanden, dem ich etwas über das Orakel erzählen möchte. In Ordnung, aber ich mache mir nur Sorgen, wenn du allein unterwegs bist. Ich werde dich also begleiten. Mein hammermäßigen Holzschwertern. So, prüfen. Unbefugnis der Zutritt untersagt. Dann tun wir mal speichern. Hier, Tempel von Mattel, das ist schon ein bisschen her. Aber ich als neugieriger Bastard will natürlich gucken, was da oben ist. Hey, ich hab dir gesagt, dass ich zur Farm muss. Ja, ich weiß. Ich weiß immer, wo wir hin müssen. Deswegen gehe ich erst woanders hin. Oh Mensch, war von dem habe ich im zweiten Teil gehört. Oh, eine Sklaventreibung. Das hätte ich bedenken können. Oh. Okay. Die Musik kommt mir bekannt vor. Hier waren wir im zweiten Teil auch schon. これと大丈夫かな。マーテル様に祈りましょう。巫女様お導いてくださるよ。ん?ばあちゃん。マーブルさんだろ?マーブルさん。それ、エクスピアじゃないか?そういう名前なの?ここに来てすぐに埋め込まれたんだけれど。 Bedeutet das nicht, dass sie dann stärker werden? Oh. エクスピアは体に直接つけると病気になるらしいんだ。それなのに肌に直接つけなきゃ意味がない。だからエクスピアから毒が出ないように制御するまじないを特別な鉱石に刻み込んで土台にするんだ。 Na, du hast ja auch so ein Exfia, oder Lloyd? Marble-san's Exfia には その土台自体が ないみたいだよ. そうみたいだな. まじないを掘るだけなら 俺でもできるんだけど. 土台になる抑制鉱石がついてなければ どうにもならねえ. そんな! なんとかしてよ! 簡単に言うなよ! 本当は金目の門ってのはドワーフの特殊技術なんだぞ。
オイドのお父さんもドワーフだろ。ねえ、大工事さんに頼んでよ。Ich bin hilfsbereit. Leute ist doch hilfsbereit, oder? Ja, er ist hilfsbereit. Okay, wenn er das schon sagt, dann ist er wahrscheinlich auch normalerweise so. Ich frage mich ja bis heute noch, ob die ganzen... Naja, Auswahl irgendwie eine... Egal. Okay. Haben die überhaupt irgendwie einen Einfluss? Oder ist halt einfach nur so... So zur Dekoration, sag ich mal. Boah, die haben den Rhythmus im Blut. Oh nee. Dann tanzen wir ein bisschen. Hat es wirklich irgendwie einen Einfluss auf, was ich hier wähle? Okay, ich bin mir sicher, die drei zeigen der nur ein paar neue Tanzschritte oder so. Aber naja. Die unten rechts angezeigte Information zeigt an, welche Aktionen ausgeführt werden können. Ah. Okay. Ich da runter? Nee. Okay, dann gehe ich hier hoch. Hui. Okay, mal, oh, nach rechts. Die alte Oma wird erstmal verprügelt. Aber wir holen uns erstmal eine Kiste. Wo sind wir Ärsche? So, was machen die da? Ja. Was denn die da hinten gehen? Hey, das ist eine gute Idee. でもそれじゃロイドが危ないよ。大丈夫。顔見られないように崖を降りて村とは違う方向へ逃げるからさ。 そんな体力じゃ危ないよ。さっきコレットにあげたクッキーの残りあげるから、これ食べといてよ。 Okay. Oh, aber gut. Ihr habt echt den Rhythmus im... Genius. Er ist so Guinness. Oh. Was war das? Hey! Hey! Jetzt mach ich euch platt. Oh nein, alleine. Einpeitscher, was? Au! So. Oh mein Gott, warum ziehe ich denn Aua so wenig ab? Aua! Echt schlecht in dem Spiel, kann das sein?
So. Ma. Die sind voll gut. Aua. Aua. Da bringt gar nichts hier. Da hinten auszuweichen. Und jetzt heben das ein. So. Ich hab euch mit dem Falschen angelegt. Lord Irving. Ha. Oh nein. Jetzt kommt die ganze Dance Group. Ah. Wir haben voll den, echt den Rhythmus im Blut. Ah. Boah, sind wir gut. せだ。何言ってんだよ。大丈夫だ。でも顔を見られた奴らは倒したし、追っ手はまだ崖の上だ。急いで逃げれば分かりゃしないって。また宿題代わりにやってくれればいいから。分かった。じゃあ俺はこのまま家に帰るよ。お前は村に帰れ。先生によろしくな。 Lloyd, Marvel-san,助けてくれて、ありがとう. Baka, いいんだよ. Zwergenregel und so. Okay, wir müssen dann nach oben, nehme ich mal an. Boah, wie immer abdancen. Schaumengate-no-Kiroksochi-o-kaisekishiro. Boah, so einen dicken Arm. Oh, verdammt. Die haben das aufgenommen. Ausrüstung von Geddes halten. Das hören wir uns mal näher an. Ah, eine Baskenmütze. Er hat sich mal vorher gestrippt oder was? So, Apfelgel. Dann speichern wir mal. Bah, immer noch Schleim im Hals, ey. Bin übrigens immer noch erkältet. ich kann sogar dahin zurück. Ich sollte mich von der Farbe fernhalten. Oder auch nicht. Hi. Na? Boah, ich muss unbedingt stark werden. Oder neue Arzt lernen, wäre auch gut. Aua, 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 aua. Dreh dich doch mal um, danke. Nein. Aua, wie ich hier von zwei Bienen fertig gemacht werde. Alter. Oh mein Gott. Ja, wir haben gewonnen, glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht so sicher. So, wo muss ich denn jetzt lang? Apfelgel, geil. Okay. Wenigstens kriegen wir hier schön Sachen. Hä? Da ist eine Katze gelaufen und auf einmal ist da ein Hase und so ein Schleim. Ich geh's mir eh auf den Nerv. Spiel ist ganz schön schwer. Ah. Oh, ja, ja, ja. So. Bin ich hier richtig oder bin ich hier? Ey, da liegt was. Das Weg. Da ist auch wieder eine Larve gewesen. Jetzt kämpfe ich gegen eine Biene. Oder Krabbe oder Spinne oder was weiß ich. Was weiß ich. Ja, ich muss mir angewöhnen, mehr abzuwehren. Ich glaube, das bringt's eher. Ha. Langsam habe ich's. Langsam. Rangegel. So, das sieht schon richtig aus. Deswegen gehen wir woanders. Erstmal gucken. Ja.
Und ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt ohne Probleme gelaufen. Weil sonst. Ach, würde mich ankotzen. Ah! Schon wieder eine Blume und da kommen Pilze. War ein Bild schon immer so flibbert irgendwie? Okay, wieso habe ich Kraft? Zack, war. Danke. Ich hätte gerne wieder ein paar Apfelgel. Ich hoffe, ich wirklich bin nicht der Einzige, der sich so anstellt. Ja, Apfelgel, danke. Meine Gebete wurden erhört. Lederhandschuhe, geil, neue Ausrüstung. Endlich mal. Danke. Wo ist der Monster? Egal. Ha! Nee, gegen alles kämpfe ich jetzt hier nicht. Ich bin alleine. Ich bin dort in Lebensgefahr. Gibt's da nicht. Und nervöser Neusch. Na, Neusch. なんか今日お前正気出てからそわそわしてないか?どうかしたのか?変なやつ。あ?なんだよ。全然わかんねえよ。お前喋れればよかったのにな。 Wo warst du überhaupt die ganze Zeit? Ich hätte eine Hilfe gebrauchen können. So. Ich würde jetzt aber mal sagen, ich beende den Part und speichere. Und hoffe, die Aufnahme ist dieses Mal ohne Probleme gelaufen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.